Hallo Freunde, herzlich willkommen zum dritten Update-Video über die Bewohner in meinem Becken. Und, ups, Mittagspause, die schlafen gerade. Die kleine Update-Serie wurde ja unterbrochen, wir haben noch zwei anderen Videos, aber jetzt machen wir mal weiter. Mit den Fischen sind wir durch, jetzt geht's zu den Wirbellosen. Hier gibt es auch wieder zwei Videos, das erste Video ist heute und das geht über die Schnecken. Fange ich mal an mit den Turmdeckelschnecken und Fachbegriff wieder hier unten. Es ist so, das sind die ersten Bewohner, die tatsächlich ins Becken eingezogen sind. Und ich werde dann auch hier mal das Einzugsvideo verlinken. Die haben sich immer gut vermehrt. Und es gibt Zeitpunkte, zum Beispiel, wenn viele Essensreste da sind oder abends oder auch mal in der Mittagspause, wenn dunkel ist, dann sieht man unheimlich viele von denen. Und dann gibt es wieder Zeiten, da sieht man nicht ganz so viele von denen, eher sogar wenig. Also im Gesamten hatte ich auch mal die Befürchtung, dass zu viele Schnecken mir nicht gefallen würden. Hat sich aber so ergeben, dass dem nicht so ist. Also ich persönlich kann sagen, mich stören die Schnecken nicht. Sie helfen dem gesamten Biotop, ich nenne es jetzt ein Biotop, auch sauberer zu laufen. Und daher habe ich also keine Probleme damit, wenn es auch mal ein bisschen mehr wäre. Kommen wir zu der zweiten Art, die Blasenschnecke, die sich als Neozoon mehr oder weniger in mein Becken eingeschlichen haben, was von mir erwartet war. Am Anfang haben die sich recht stark vermehrt und es waren recht viele da. Ich denke mal, da habe ich auch noch zu viel gefüttert. Das pendelt sich so langsam ein und ich muss auch sagen, mich stören sie nicht. Es sind genügend drin, aber nicht so viele, dass ich jetzt sagen muss, boah, die beherrschen das Bild. Nein, auf keinen Fall. Könnt ihr auch ja immer in den Impressionen sehen. Also die Anzahl an Blasenschnecken, die ich jetzt bei mir im Becken habe, stört mich persönlich nicht. Wenn einer was gegen die Schnecken hat, muss er was gegen unternehmen. Ich bin ein glücklicher Mann, der nichts dagegen unternehmen muss. Wo wir über Neozoon sprechen, ich habe noch zwei Schneckenarten, wo ich mindestens eine Schnecke bei mir im Aquarium gesehen habe. Und zwar einmal die Raubturmdeckelschnecke und die Posthornschnecke. Bei der Raubturmdeckelschnecke habe ich mich richtig gewundert. Ich denke, wo habe ich die denn her? Und mich aber gefreut, die zu haben. Ich habe bisher auch immer nur eine entdecken können und die auch sehr, 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 sehr selten. Ist aber auch schon eine Weile her, wo ich sie entdeckt habe und ist auch schon wieder eine Weile her, wo ich sie letzte Mal gesehen habe. Entweder versteckt sie sich gut oder ist irgendwie verstorben, keine Ahnung. Futter hat sie jedenfalls genug, es sind genug andere Schnecken im Becken. Ja, dann haben wir die Posthornschnecke, da habe ich mich sehr gefreut und das ist noch gar nicht so lange her, ich schätze mal 2-3 Wochen, wo ich da die erste entdeckt habe. Ich denke doch, dass es mehrere sind, weil ich habe im Becken schon eine gesehen und ich hatte mal im Wechselwasser eine. Und jetzt ein kleiner Spoiler. Alles, was so im Wechselwasser ist an Wirbellosen, packe ich in die Schneckenvase. Und da gibt es dann auch demnächst mal ein Update drüber. Ja, so viel zu diesen beiden Schneckenarten, die ich weder eingeführt habe, noch erwartet habe zu bekommen. Kommen wir zur letzten Schneckenart, die ich also gezielt geholt habe und die man sich auch nicht einschleppen kann, weil die vermehren sich halt nicht im normalen Süßwasserbecken, da braucht man Brackwasser und so weiter. Also so vergleichbar Amano-Garnelen und so. Ich rede über die Anthrazitnapfschnecke oder die Stahlhelmschnecke und die hat mir immer sehr gut gefallen. Auch da habe ich ein Video zugemacht und den Fachbegriff auch wieder hier. In dem Video, was ich verlinkt habe, werdet ihr sehen, die haben so ein schönes anthrazitfarbenes Gehäuse. Haben die nicht mehr. Absolut nicht. Ich habe 10 von diesen kleinen Kriechern bei mir im Becken und die beeiern sich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind nicht mehr schwarz, die sind fast alle immer weiß von den ganzen Eiern, die sie sich gegenseitig dann auf ihr Gehäuse da ablegen oder auf ihr Häuschen da ablegen und fangen auch jetzt schon an, dass ich einige Gelege an den Scheiben finde. Ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht für mich das optische Highlight mit diesen ganzen Eiern auf den Gehäusen, aber ich mache sie auch nicht ab. Auch wenn die Eier halt nichts bringen, die vermehren sich halt nicht.
Aber an sich muss ich sagen, das sind ganz fleißige Tierchen. Und auch mit den Eiern im Endeffekt sind sie dann doch schon schön anzusehen. Es ist ganz nett, wenn die so mit ihren kleinen Knabberwerkzeugen da am Glas entlang und weiden dann halt die Scheiben ab. Ich denke mal, bei den Impressionen ist das auch schon das ein oder andere Mal rübergekommen. Vielleicht haben wir auch Glück bei den Impressionen von heute, da die ein oder andere zu sehen. Und wenn ihr dann irgendwo einen weißen Stein seht, der ein bisschen marmoriert aussieht, das ist dann zu 90% eine von diesen Stahlhelmschnecken. So viel zu meinen Schnecken. Wenn ihr da noch Fragen haben solltet, ruhig in die Kommentare rein. Und immer dran denken. Ja, freut mich immer, wenn ich mal einen Daumen hoch bekomme. Na, ich muss ja auch ein bisschen Motivation bekommen. Aber ansonsten kann ich nur noch sagen, jetzt folgen die Impressionen. Und ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Detlef. Mir fällt der Name nicht ein. Spoiler.